Und als nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist die SPÖ-Abgeordnete Petra Herr Wimmer. Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, viele verzweifelte Menschen wenden sich in den letzten Wochen an uns, weil sie sich große Sorgen um ihre Zukunft machen. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit haben große finanzielle Einbußen für die Menschen gebracht und die Ersparnisse, wenn vorhanden, sind schnell aufgebraucht und finanzielle Engpässe können sich rasch zu Schulden aufbauen. Nicht alle Menschen schaffen es in so einer Situation, die Finanzen selber in den Griff zu bekommen. Und wenn man da nicht mehr weiter weiß, dann wendet man sich an die Schuldnerberatung. Kompetent, umfassend und unter Einbindung des sozialen Umfeldes versucht man dort, die Schulden in den Griff zu bekommen und bestenfalls zu beseitigen. Aufgrund der aktuellen Krisensituation ist zu befürchten, dass leider noch mehr Menschen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Viele Unterstützungsmaßnahmen, die als schnell und unbürokratisch angekündigt wurden, und da denke ich zum Beispiel an den Familienhärteausgleich, kommen nicht bei den Menschen an oder sehr spät. Dementsprechend haben die Schuldnerberatungen höheren Zulauf und brauchen mehr Ressourcen und finanzielle Ausstattung. Eine Erhöhung der finanziellen Förderung des Dachverbands und die finanzielle Absicherung der Landesorganisationen zu erhöhen, ist also mehr als gerechtfertigt und notwendig. Und es freut mich, dass Sie, Herr Minister, auch die Bereitschaft dazu angesprochen haben. Ich bringe daher folgenden Entschließungsantrag des Abgeordneten Markus Vogelgenossinnen und Genossen zur finanziellen Absicherung der Landesorganisation der Schuldnerberatung ein. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird aufgefordert, alles im Rahmen seiner politischen Möglichkeiten zu unternehmen und innerhalb des Finanzausgleichs die Erhöhung der finanziellen Förderungen der Schuldnerberatungsvereine des ASB Schuldnerberatungen GmbH in den einzelnen Bundesländern um 1,5 Millionen Euro für das Jahr 2020 zu erhöhen. Vielen Dank. Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt. Er ist ordnungsgemäß eingebracht und steht in Verhandlung.